In diesem Video gehen wir einfach mal die komplette griefergames.net Servergeschichte durch. Das Ganze habe ich mit dem Eindruck.net Server ebenfalls schon mal gemacht vor, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber für denjenigen, der sich das im Nachhinein nochmal ansehen möchte, oben rechts auf dem i könnt ihr euch das gerne nochmal reinziehen, gerne nach dem Video. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Griefergames.net, deine Griefergames Community. Griefergames hat seinen Ursprung im April des Jahres 2016. Am 10. April kam daraufhin das erste Video auf dem Server von Abge Online, in dem er den Server vorstellte. Bist du ein DDoS? Ich bin kein DDoS, alles doch, gut. Du kriegst einen DDoS-Plan. Oder auch nicht. Der Server hatte damals noch recht wenig Features, aber das sollte sich ändern. 2016 gab es Citybuild 1 bis 5 oder früher besser bekannt unter Citybuild Zeus, Luna, Apollon, Palatos und Dystopia. Neben den Citybuild Server gab es jedoch noch den Minecraft PvP Modus und Skyblock. Kleiner Fun Fact, früher musste man mit dem Warp Bauwelt sich noch in die Plotwelt teleportieren. An sich gibt es keine anderen besonderen Aufnahmen 2016, die ich gefunden habe. Okay, eins habe ich da doch noch gefunden. Es tut mir so leid, was ich getan habe, war nicht so gemeint. Bitte, bitte, bitte ruf bei unserer Mutter an und sag ihr, wir sollen nicht ins Sommercamp. Yeah, das wäre eine richtige Bruderaktion von dir. Nach der ursprünglichen Lobby gab es kein Jahr später bereits eine neue Serverlobby. Ende Juni 2017 wurde jedoch erneut eine neue Lobby auf dem Server veröffentlicht. Zum selben Zeitpunkt wurde der lang angekündigte Citybuild Zero eröffnet, welcher nur für Spieler mit Rang betretbar war. Der Citybuild Zero war außerdem nicht mit den anderen Citybuilds verbunden, so dass man bei Null wieder anfing. Der Spielmodus Kreativ stellte ebenso einen eigenen Citybuild dar, nur man hatte dort den Game Mode 1. Der gestrandet Spielmodus war ein Modus, der an die gestrandet Reihe von Abge und Flo angelehnt war. Im August kamen dann die sogenannten Battle Chests, welche es ermöglichten, an zufällig generierten Koordinatentruhen mit entsprechenden Loot zu finden. Der September kam und der Griefergames Shop erglänzte nun in einem neuen frischen Design. Am 30. November ging, nachdem Citybuild 6 kurze Zeit davor geöffnet hatte, auch CB7 an den Start. Im Februar 2018 wurde der Citybuild PvP veröffentlicht. Dieser Citybuild war eigentlich wie jeder andere, nur mit dem Unterschied, dass man auf seinem Plot PvP nicht deaktivieren konnte und somit immer in Gefahr war. Genau einen Monat später gelang dem Team der erste große Schlag gegen die Duplizierer. Über 1 Milliarde Ingame-Dollar wurden vernichtet. Auch nur wenige Tage später erblickte der Champ-Rang das Licht der Welt. Ein Event-Rang, der später durch den heutigen Supreme-Rang ersetzt wurde. Die Duplizierer gaben aber nicht auf. Bereits im Mai wurden durch das Team 1,5 Milliarden Dollar in Form von Items vernichtet. 2 Wochen später, Griefergames wird angegriffen. Um die Items der Spieler zu schützen, war das Team sich gezwungen, den Server für kurze Zeit in den Wartungsmodus zu setzen, welcher aber am Abend wieder vorbei war. Im Juni 2018 erschien nun endlich auch nach 3 neuen Lobbys ein neuer Citybuild-Spawn. Der August kam und Admin Evil ebenso, welcher für Unruhe auf dem Server sorgen sollte. Die Tradition der neuen Lobbys musste natürlich beibehalten werden und so kam im September schließlich eine neue Lobby mit dem Haken, dass diese nicht ganz fertig gebaut war. Ein Tag später wurde sie jedoch final vollendet. Nur ein Tag verging und dem Team gelang der nächste große Schlag gegen die Duper. Dieses Mal wurden jedoch über 2,4 Milliarden gedupte Ingame-Dollar gelöscht und eine Bannwelle folgte. Nachdem Admin Evil sich einen Namen auf dem Server gemacht hatte, eröffnete der Citybuild Evil, auf dem er sein Unwesen treiben durfte. Nach weiteren veröffentlichten Citybuilds ging im Februar 2019 Citybuild 11 und 12 online. Ebenso kehrte 2019 das Clan-System auf den Server zurück. Zum Testen und Verbessern der Plugins wurde ein neuer Testserver aufgesetzt und die Community konnte durch eine Bewerbung mitwirken, um Bugs und Fehler aufzudecken. Dieser Testserver ist übrigens heute immer noch online.
Auch das Anti-X-Ray wurde wieder auf allen Citybuilds aktiviert, da es nun keine Server-Lags mehr verursachte. Nachdem immer wieder neue Lobbys und Citybuild-Spawns rauskamen, wurde nun endlich auch der Portalraum von Ancient-Builds erneuert, um mehr Platz für neue Citybuild-Portale zu schaffen. Ende November kam die Auswertung der ersten Echtgeld-Bannwelle. Circa 150 Käufer wurden vom Netzwerk gebannt. Im März 2020 erlangte der Citybuild nun den bis heute erhaltenen Spawn und das Übertragen von Grundstücken war nun auch möglich. Der April brachte einige Neuerungen mit sich, passive Spawner, viel Gewinn, das Rahmenlimit, wieder eine neue Lobby und die Beta für das Bedrock meets Griefer Games Update. Im Juli war es nun endlich möglich, den Plotboden zu ändern und das automatische Aushöhlen zu benutzen. Eines der größten Events auf Griefer Games erschien im August. Lock auf Zoll war eine Kooperation zwischen dem Zoll und Griefer Games. Man konnte in die Rolle eines Zollwärters schlüpfen und Kontrollen am Hafen durchführen. Der August brachte aber noch viel mehr mit sich. Enderchest-Upgrades, Überarbeitung des Perk-Systems plus 9 neue Perks. Das Freunde- und Profilsystem wurde released und Merchen war nun für jeden Spieler möglich. 4. September. Der Tag, an dem Scar Watergreen nach 3,5 Jahren aus privaten Gründen das Griefer Games Team verließ. Der Oktober wurde dafür besser. Grundstücksbewertungen waren nun möglich und das große Orb-System wurde released. Ende des Jahres kamen nun auch die setzbaren Partikeleffekte auf dem Server an. 2021 startete direkt mit der Eröffnung des Gefängnisses und der Mystery Mod Release. Weniger bereichernd war der März. Mehrere Citybuilds, das Forum wie auch der Shop gingen aufgrund eines Brandes im Rechenzentrum von Griefer Games offline. Erst 12 Tage später war das Forum wieder erreichbar, aber direkt mit einer neuen Internetadresse griefergames.de. Jedoch wurden die ersten Mystery Mod Möbel veröffentlicht, welche man im April bereits craften konnte. Im Mai stand die große Closed Alpha der neuen 1.16 Citybuild Version an und auch das neue Streamer Voting ging ins Rennen. Am Voting konnten nur Spieler mit mindestens 500 Spielstunden oder mindestens dem Rang Premium 30 Tage teilnehmen. Diese Maßnahme musste ergriffen werden, um Manipulation des Votings zu verhindern. Wie das endete, wissen wir alle. Der Juni brachte neue Vote-Belohnungen, das Checkplot Update, den Ingame Changelog und das Ingame Support System. Mit diesem war es nun möglich, über Slash Support zu sehen, auf welchem Citybuild sich ein Supporter befindet. Der TeamSpeak Support, welcher am 12. April wieder aufgenommen wurde, schloss aufgrund zu weniger Nutzung. Im Juli kamen die neuen World Edit Blöcke, die Lotterie wurde released und Trichter konnten nun neu verbunden werden. 4 Monate nach Beginn der Closed Alpha wurde die 1.16 nun für jeden zum Testen freigegeben. Die Item-Komprimierung erhielt 112 neue Items, das Wandrand-Update und ein Halloween-Event brachte uns der Oktober. Der Jahresabschluss geschah mit der Open Beta der 1.16-Version und Griefer-Wert wurde nach Einstellung seitens Buggerman 88 wieder vom Griefer Games Team aufgenommen. Anfang 2022 wurde das große Griefer Games Auth-System vorgestellt, welches ermöglichte, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Server einzurichten. Der Februar gehörte alleine der neuen 1.16-Version. Mentoren, Erfolge, Belohnungen, Case Opening, Manfred, Checkplot, Freakiste, Clan und Händler wurden eingeführt. April. Ein neues Chatlog-System kam, um gefakte Screenshots entgegenzuwirken. Zusätzlich wurde der Ingame-Support eingestellt und erfolgt nun auf Discord. Die dauerhafte Bewerbungsphase für Streamer ist nun eröffnet und das Münzen-Event, bei dem das Scammen erlaubt war, um einmalige Items zu gewinnen, startete. Im Juni schlossen Skyblock gestrandet, Hardcore, Citybuild Zero, Kreativ ihre Türen und ließen nur noch Erinnerungen an die alten Zeiten zurück. Das erste Twitch Raid Festival wurde im Juli von verschiedenen Streamern organisiert. 13.30 Uhr ging der Start über mehrere Streams bis in einen Open-End-Stream über. Der August brachte ein neues Event mit sich, das Monster Hunting Event. Mit speziellen magischen Leinen war es möglich, Monster zu fangen und dafür Punkte zu bekommen,
um dafür spezielle Sammelbälle zu erhalten. Und nun hieß es Bye Bye 1.16 Open Beta. Das bedeutet natürlich weitere Updates. Das neue Daily Shop System hat auf den Server gefunden und nun kann man jeden Tag verschiedene Rand- und Wand-Items kaufen. Jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach besten Halloween-Event, was es gab. Neue Monster wie Mumien, Kürbiskönige, Hulk, Vampire, upgradebare Rüstung und eine geile Map. Nach diesem Event ging es mit dem nächsten Event weiter. Der Adventskalender. Eine winterliche Map mit verschiedenen Rätseln, die man lösen musste, um an seine Belohnungen zu kommen. Das einzig Nervige daran waren die Aufgaben, bei denen das Knobeln zum Verhängnis wurde. World Downloader. Guten Tag, Herr Owner. Ich tue nichts Illegales. Flash Game Mode 1. Es passiert gar nichts. Diese ganzen Schaltungen sind voll für den Arsch. Auch im Dezember wurde das große Upgrade von der 1.16 auf die 1.19 fertiggestellt. Ein wirklich benötigtes Upgrade. 2023 startet entspannt mit einem weiteren Angel-Event und im Februar ging es dann mit dem neuen Cloud-basierten Minigames los. TNT Run, Builder Battle und Laser Tag sind die ersten drei spielbaren Minigames gewesen, welche wieder frischen Wind ins Spielgeschehen brachten. Nun war es endlich soweit. Im März kam das Update, auf das sehr viele Spieler nur gewartet haben. Es war nun endlich möglich, seine Plot-Reihenfolge mit einem Befehl variabel zu ändern. Es war kein großes Upgrade, aber etwas, was sich viele gewünscht hatten. Der April gehörte dafür ganz der 1.19. Unendliche Lager in Form von Fässern, ein neuer Spawn, Texturen, Jobs und lagfreie Pigmentfarm. Aber auch die 1.8 ging nicht leer aus. Spieler konnten sich nun zur Wahl aufstellen, um als Vertreter seines City-Builds gewählt zu werden und den Spielern zu helfen. Auch mit ein paar Extra-Rechten. Ostern rückte näher und eine neue Version des Force Item Battle kam zustande. Man unternahm einfach einen Wanderausflug durch die komplette Welt, um das jeweilige Item im Scoreboard zu erhalten. Fang hier gleich an zu heulen, das gibt's ja nicht. Was zur Hölle ist ein gewachste, oxidierte, geschnittene Kupferstufe? Der ein oder andere hat darin seine Bestimmung gefunden. Nur so kann ich mir solche Punktzahlen erklären. Und da wären wir heute. Wenn ihr diesen enormen Aufwand unterstützen wollt, dann lasst gerne eine positive Bewertung auf dieses Video da. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn damit verpasst ihr keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal. Joint gerne meinen Discord, erster Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao Leute.